Moin Moin Kradujana und herzlich willkommen zu unserem One Spake Special. Endlich hat der Kradu die richtige One Spake. Im Review gab es ja leider einen Fehler, weil Vogue Gaming das Schiff nochmal unbedingt abändern musste und das aber leider uns nicht zur Verfügung gestellt hat. Wir haben das Review mit leider falschen Stats gemacht, unten angepinnt waren aber die richtigen. Der Drop hat jetzt nur 93,6 Sekunden voll ausgebaut, sprich mit Modul und Skillung. Und meine Nachladezeit liegt jetzt bei 12,5, vorher bei 12. Hat sich also jetzt minimal verschlechtert. Und das war's auch schon. Mit dabei der Nera, Löchchen. Nera, was ist dein Highlight in der Runde hier? Die Karl, Schiffe hinter Karl, uns. Genau, Sander und Karl, guck an. Wir sind relativ egal. Karl, guck mal, Karl Fützen Johann. Geiler Name, Alter. Geiler Name. Erstmal wegkramm. Was ist der andere? Da. Oh, guck mal, ist Sander. Sander. Na, 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 na. Aufhören. Gema ruft an. Gema ruft an, will Stress. Killer Bull kommt. Schön zerschmettert, die Flieger. Holy shit. Die sind ja geplatzt. Mhm. Auch einen getötet? Weit. Geil. Also muss Karl, ja, muss ja völlig OP sein. Der hat ja die ganze Rest weggerotzt. Oder der ist ja Sander hinter uns. Boah, guck mal, der kann sogar schon schießen. Alter, ein Monster. Kann auch schon schießen. Kannst du noch nicht schießen? Nee, ich stehe hinten. Ich hab Respekt gehabt vor ihm. Du machst gar nichts. Die Runde. Nee, ich hab vor Karl Respekt gehabt. Ich hab ihn durchgelassen. War so frei. Karl Leute, hat mich angefunkt, hat gesagt, verpiss dich da. Der hat vor keinem Schiff Respekt. Vor keinem anderen Schiff. Immer. Den greift er an. Scheiß Flakballer doch nicht. Das ist doch scheiße. Jö, ich glaube, er greift dich an. Bin mir nicht ganz sicher. Ist mein Drop ist ja schon ready. Komm auch noch nichts an. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Achtung, Delaware sniped hier rüber sogar, wenn man schießt. Und ja. Ganz hinten rechts da sonst wo irgendwo. Ja. Hallöchen, Marseille. Da kommen wir leider nicht mehr an. Hat unser Drop schon 50 Kilometer. Ich komme trotzdem nirgends an. Belastend. Machen wir wieder nach vorne. Also im Review hat mir Schiff sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Da waren die, haben die Runden das natürlich auch hergegeben. Wir sind Opus 2 gefahren. Muss ich ehrlich sein, viel mehr mussten wir gar nicht fahren, weil die zwei Runden waren richtig geil, richtig spannend, richtig lustig. Ich hoffe doch mal sehr, dass das jetzt auch eine spannende Runde wird. Für die ganzen letzten Runden, die wir zuletzt jetzt immer hatten, waren irgendwie alles Abschlachtrunden, aber mit Anlauf. Keine spannende Runde. Oh, das wird spannend. Niemals. So, guck mal, bei dem komme ich fast ran mit meinem Drop. Ich sehe überhaupt nichts. Kann man ja richtig geil vorhalten. Was ist dämlich? Wieso kann ich denn den Winkel da nicht ändern? Ach, das ist scheiße. Da brauchen wir gar nicht hinrotzen. Das lohnt sich so nicht. Lass mich mal erklären, warum die alle wegfahren. Alle, wirklich, wirklich alle. Weil die Angst vor unseren Torpedos haben. Das kann sein. Karl hat sich ausgetorbt hier. Ich glaube, Minnesota ist ja auch noch. Gott, ich schieße hier einfach. Aber, egal. Bam, viermal nicht durchschlagen. Hat sich wenigstens gelohnt. Nice. Ah. Ich hätte nicht schießen sollen. Und die Flieger machen mich auf, die sonst wo da hinten irgendwo sind. Nicht mehr spotted. Aua. Erstmal drehen. Wir drehen erstmal. Oh, pass mal auf. Pass mal auf. Da fährt er jetzt voll rückwärts rein, pass mal auf. Pass mal auf, wie der da jetzt rückwärts reinfährt. Den haben wir sowas mit dem Drop erwischt, sowas von. Damit es nicht, der ist ja stehen geblieben. Nee, der ist genau da unter jetzt. Und? Wie immer machen die einen richtigen Damage, Alter. Hammer. Ja, gut. Wer denn? Ach, die Minnesota. Ich habe ihnen die Bomben raufgehauen, einen Eimer nicht durchschlagen habe ich ihn bekommen. Dafür habe ich jetzt 1,5 Minuten Cooldown. Aua. Eigentlich habe ich das Reichweitenmodul mit. Autschi bautschi. Ohne hätte ich, glaube ich, hier noch nicht einmal geschossen in der Runde. Meine Fresse. Schieß doch mal auch auf die Gegner, Mensch. Ja, auf was denn? Die fahren ja alle immer weiter weg. Die Schliefen drehen endlich mal um. Die wollen nicht, ja, okay. Das ist ja anstrengend hier. Boah, mein Haar, ich klopft aber auch richtig rein hier. Schliefen. Endlich. Aber hier kein Damage. Was ist hier? Fuck. Hey, 3 mm, kann ich immer Schaden machen bei den Dingern? Der Karte taucht vor mir auf.
kommt. Hör ich nicht, die Funkverbindung kann nicht helfen. Was? Funkverbindung ist im Arsch, ich kann dir nicht helfen. TF oder was? Nö, wo du gesagt hast, das ist ein DD. Achso. Das war bloß fürs Allgemeine, denn ich schieß nicht mit auf den DD, keine Lust. Die Jäger ist auch hier, die Jäger steht mit der Starkey der Kasi im Nebel. Kann ich schon wieder nicht hören. Ah, Verbindung kaputt. Hallo, hallo. Ja, Schliefen, ich hätte auch umgedreht, bin ich ehrlich. Da hätte ich auch umgedreht. Das glaube ich nicht. Doch, so wie der gerade brennt und aufs Maul kriegt. Zander. Du drehst nicht um, du kennst das Wort gar nicht. Du fährst immer voll rein. Ach, mit zum Kreuzer drehe ich auch mal um. Da drehe ich tatsächlich auch mal um. Vom U-Boot geschottgern, diese Pest sollte verboten werden. Das gibt's gar nicht. Gibt's nicht. Aber ja, die sollten 5 Kilometer müssen vor den die Schiffe die weit weg sein, damit sie die Torps nutzen können, wäre ich auch dafür. Mindestens. Vielleicht auch 6, 7, 8, 9, 10. So Leute, nächste Chance, den Drop sinnvoll zu nutzen. Lenkt er schon ein? Er lenkt nicht ein. Wollen wir die da droppen? Wir droppen die da. Pass mal auf jetzt, pass mal auf. Herr Borgorfer, du bist sowas von am Arsch. Oh, guckt euch an, wie mein Drop da jetzt reinkloppt. Das ist das Highlight hier bei dem Schiff, bedenkt. Oh, ich bin doof. 15 oh, Kilometer ich bin Drop. Doof. Ich bin und ihre... doof. Ach du Kacke. Oh ja, 2,6. Auf dem Minnesota, Alter. Butterweiche olle Minnesota, ey. Aua, aua, aua. Mensch, geh weg mit deinen scheiß Fliegern. Können die aufhören, mich bitte zu spotten? 9,7. Einfach nur ein Strich auf mein Schiff geführt, fertig. 9,7. Ich muss da die Geschwindigkeit berechnen und sonst was alles, um sinnvoll mit den Teilen zu treffen und macht 2. Fucking 2. Jetzt bin ich tot. Probier der mit den Scheißflieger, macht mich die ganze Zeit auf. Er hat geschossen. Ach, scheiße. Danke, Probeda. Immer wieder toll. Was wird das denn? Gut, ich habe auch bis 900 gemacht. Ah, die Anhalt kommt da auch noch. Der kommt da auch noch. Oder war ich mit Soda stand vor dem Kühlschrank und ist Pferde geworden? Ja, ich glaube auch, du. Mit dir ist nicht zu spaßen. Gute Eisletter. Burn. Kein Glück. Ich habe kein Glück. Diese scheiß Flieger machen einen die ganze Zeit auf. Ja. Endlich. Endlich unsichtbar. Bam, 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 bam. Also bisher ist es sehr unterwältigend, was ich hier gemacht habe. Ja, ist halt auch sehr träge Runde. Gerne. Kann man nicht anders sagen. Der lenkt mich weiter weg. Da. Ja. Trotzdem bei uns 3 Leute tot, ne? Ja. Das ist sehr traurig, muss man sagen. Oh ja. Nach 9 Minuten auch schon rum, du. Ja, aber... Ach Leute, der Drop hat nicht mehr getroffen. Alter. Okay, 3-mal Drop eingesetzt, 2000 Schaden gemacht. Richtig geil. Dafür so lang Cooldown. Ist schon geil. Muss man zu sagen, die Minnesota ist auch extra langsamer geworden. Also der reagiert auch drauf. Wird gesehen, dass die Dinger in seine Richtung gehen. Mal kurz für den Goldmarken und Silbermarken. Kann es sein, dass sie diese Belohnung und der persönliche Aufträge vertauscht haben? 20 Gold und 1 Silber? Gewinnbar bei diesem Event scheint so gut wie alles irgendwie falsch gelaufen zu sein. 20 Gold, 1 Silber steht auch so da. Nee. Vielleicht stimmt's. Doch, nee. So stand es da. Frag uns nicht. Uns sind da auch ein paar andere Sachen aufgefallen, ja, die nicht ganz so stimmen, beziehungsweise die anders dastehen auf der Seite und im Spiel. Also nimmt die Free-to-Play-Inhalte mit, aber kauft, gibt da kein Geld für aus. Also nee, das ist, der hätte wirklich nochmal einer von WoGaming mal rüber gucken sollen. Oh Gott, die Delaware kommt hier an. Ugh. Wir brauchen dringend da mal ein Statement zu mit diesem, mit Panzerdurchschlag und Co., dass sie das nicht haben. Das wird ja sonst, weil wir sagen das jetzt die ganze Zeit, nee, pass mal auf, Nieren, nachher haben sie es doch, haben wir es die ganze Zeit nach, gesagt. Ja, ja.
Es steht bloß nicht in der Waffen, im Gefecht. In der Beschreibung, drin, genau. Ja, in ja. Im Hafen steht es nicht drin, ja. Das war der. Was willst du noch alles haben? Der vorwärts oder rückwärts? Gar nicht. Der fährt hoffentlich totwärts. Totwärts ist immer gut. Totwärts ist immer gut. Kann sein, dass ich gleich einen Kill habe. Oh mein Gott, ich bin so stolz auf mich. Delaware fährt jetzt vorwärts. Ich lasse ihn mal leben. Auf die Delaware? Und die Bomben treffen. 610. Geil. Weil die Mord echt überlebt. Lass ihn mal leben. Hast du nicht Delaware angegriffen? Auch mit den Fliegern nebenbei. Da kannst du 200 Schaden gemacht. Die Flieger haben im Review deutlich mehr Schaden gemacht. Haben sie bestimmt jetzt auch heimlich genervt. Ah, hupsi, hatten wir das gar nicht erwähnt? Hupsili, dupsili. Komm doch mal passirili. Bams. Okay. One Spake. Was kommt hier denn an? Ach du Scheiße, Torpedo die Jäger ist hier bei B angekommen. Oder bei C besser gesagt. Oh. Au! Zum Glück tun die nicht so weh, trotzdem ärgerlich. Da hat die Sau da schon durchgetaucht. Das war aber unmöglich. Bombenflieger verhängt einfach. Ja, zwei Top-Treffer tut schon weh. Das tut schon ein bisschen, a little bit weh. Geil. Meinst du? Ja, doch, das war unangenehm. Okay, fährt weg. Ja, schade, dass du keine Hydro hast. Naja, woher soll ich denn wissen, dass die da jetzt kommen? Du hast gesagt, die Jäger sind. Aktivieren. Ja, wow, für was denn? Die ist so schnell wieder aus. Blödsinn. Nee. Ah, scheiße, komm, die ist top. Immer mal Hydro an. Sollte man vielleicht mal langsam anmachen. Vielleicht zu langsam. Das ist unsichtbar. Wie kann der mich treffen? Und so ein kleiner Kapitän aufnimmt, die länger Pause von Wovs gemacht haben und die mitnimmt in Gruppe, ein bisschen Starthilfe geben. Ja, unsere TK-Clans. Kommt drauf an, wie viel Gefechte du hast. Du kannst dich da theoretisch bewerben. Ich glaube schon. Ja, aber wir wissen nicht, ob das... Weil wir sind in den Clans selber nicht aktiv. Ich bin im TK-Clan. Nur weil du, Mister, ja, nicht du im Clan bist. Nicht aktiv. Ja, wann ja, bist du ja, Clan Bitch, ja. Da, ich bin drin hier. Ich bin ständig bei den TK-Sitzungen dabei. Wen interessiert es? Ich bin drin im Clan. Du bist... Zweimal nicht durchschlagen. Du machst nichts. Our victory is self-evident. Nire, das kann man netter sagen. Nire, das kann man netter sagen. Und so tun... Gerne Nervenkobold. Ich helfe dir gern. Hör nicht auf den. Das ist so ein Aussätziger. Den haben wir rausgeschmissen aus dem Clan. Der ist da gar nicht mehr drin. Schade, dass ihr euch jetzt alle so weggeschmissen habt. Sehr ärgerlich. Machst du auch mal was? Du fährst hier seit einer Stunde im Kreis. Ja, hört hier alles auf. Wieso? Aber gut, bei deiner Frage. Schlimm hast du auch nicht gespielt. Ich hab ganz Zeit zugeguckt, was du da gemacht hast. Bogon, yeah, Bogon, yeah. Nicht einen scheiß Fliegerfeuer abgeschossen. Alle erst danach. Au. Karma, das hat er vorhin schon bei mir gemacht. Ja, ich sag ja, Karma. Und da kommen schon die nächsten Flieger. Wahnsinn. Und das ist der kleine 4er CV, das musst du dir mal vorstellen. Das ist T4. Völlig OP, völlig OP. Ja, ja. Oder T2, T1. Wir haben auf Discord, zu der Clan-Frage, wir haben auf Discord, auf unserem Discord-Server, einen Bereich, der heißt Clansuche, eine Kategorie. Und da findest du sowohl einen Bereich für die TK-Clans, als auch für alle möglichen anderen Clans, die sich auch noch vorstellen. Oh, der fuckt mich natürlich nur ab. Ach so, der Scheibenkleister. Kleister. Aber wie gesagt, wir haben mit den Clans wenig zu tun. Dreck. Das ist doch genau, alles. Der wird unsichtbar. Dreck. Komm, geh rein. Jetzt steht er aber schön drin, komm. Boah, Alter, geil. 3000 abgefackelt. Diese Drops, ne? Diese Drops sind so Bombe. Das ist so geil, wenn ich da droppe. Im Review hat dir das gefallen? Ja, hier machen die gerade überhaupt keinen Damage. Wirklich null. Selbst auf weiche Ziele nicht. Gar nichts. Ja. Yeah. Das war der höchste Drop, den ich diese Runde jetzt hier hatte. Mehr ging nicht. Ja, scheinbar. scheinbar. Oder es ist das Gegenteil von der Castilla. Bei der Castilla Review Scheiße, Stundenvideo cool. Und jetzt diese Inseln hier überall auf dieser Kackkarte. Ah, jetzt kommt die Marseille auch noch an.
Na, Hibuki lebt ja auch noch. Ey, was haben die denn da gemacht? Alle Busse sind tot gefahren. Gerade auf der linken Seite war niemand wirklich. Doch, die sind aber alle gestorben. Die sind einfach alle hinterhergefahren. Der Bugoni, der Hibuki, warum auch immer. Ja, also 96, 95.000 so gemacht, aber mit meinen Drops habe ich, glaube ich, nicht mal 5.000 gemacht. Mit 5, 6 Abwürfen? Das war ja lächerlich. Das war ja absolut lächerlich. Im Review hatte ich deutlich bessere Situationen, weil da oft Schiffe auch standen im Nebel oder sonst wo. Hab den da einfach reingeballert. Ja, kommt ja noch. Ah, hoffentlich. Ab. Huch, lebt ja noch einer. Skür, hätte mir Skür mal geholfen. Skür, Nebel an, rein da, hol ihn dir, einfach reinfahren, weißt du doch. Oh, Vladi schießt HE. Okay. Vladi? Hallo, wir haben noch einen Vladi. Was habt ihr denn hier? Er war da die ganze Zeit schon. Hat das alte D-Beschützer oder was? Er hat da versucht anzugreifen. Er hat auch einigermaßen gut geklappt. Also, wir waren da ja zu dritt, haben die gut aufgehalten. Ansagen, wer jetzt nächstes mitkommt, machen wir nicht Rabauke. Einfach abwarten. Wenn ihr weg müsst, müsst ihr weg. Dann ist das halt. Schreibt was rein in den Chat, genau. Du hättest auch schön die Nebel einfach zünden können und einfach an ihn ranfahren können. Jetzt ihn schön wegtorben können. Hilft ihm bestimmt sehr, wenn ich ihm das jetzt so sage. Helfe immer gern. Wenn die Flieger so wenig Damage machen, dann hätte man sich das Schiff eigentlich auch sparen können seitens WG. Manfred, mein höchster Drop waren über 10.000 damit. Nicht in der Runde, aber im Review. Auf leicht gepanzerte Ziele machst du extrem Schaden. Kongi oder sonst. Bei der Vermont hat es mich gewundert. Aber ich muss auch sagen, boah, schön. Ich muss auch sagen, bei den ersten Salven war immer so ein Stück vom Schiff noch drin. Da hat der immer abgebremst und ist nicht weiter reingefahren. Der hat nämlich ganz genau gesehen, dass der Drop immer kam. Der hat da sehr gut drauf geachtet. Ja, scheiße. Verlieren wir Punkte technisch. Ja, ärgerlich. Real Panther B, danke für den Zap 5 Monate. Höher, schneller, besser, immer weiter. Dankeschön. PowerPoint, danke für deine 3 Jahre schon. 36 Monate Spaß, Spannung, tolle Unterhaltung auf die nächsten 3 mit dem Dream Team. PowerPoint, dankeschön. Wie's weiter, danke für den Zap. Willkommen in der TKQ. Stolzing, danke für deine 15 Monate. Und Von Loli, danke für deine 15 Monate. Erst mit 21 Monaten Lohnsteuer aus gleich 39 Monaten. Hallöchen zusammen, Hallöchen. Modimotte 3 Monate. Dankeschön, Gott, so viele Subs hier. Dankeschön, meine Freunde. Vielen lieben Dank. Hallöchen, Jäger. Jäger kriegt jetzt auf den Sack. Oh, aber so richtig schön, Skür. Adriatico. Was hat denn? Aber gar keinen Schaden. Gerade für Schaden muss man auch treffen. Das ja, wird los, Skür. Du hörst du uns mit treffen, hat die Liebe dir gerade gesagt. Das, jetzt Motorboost an und los, Marseille, los. Du hast den CC-Bonus und du denkst, das passiert alles automatisch, aber dem ist leider nicht so. Ja, ich gesehen die CC-Bonus in der Runde. Yeah, Drop, yeah, 800 Schaden, geil, nicht abgefackelt, cool. Der Flugdeck, der Kager sieht cool aus mit dem Schnee noch drauf. Da der mir gar nicht geholfen hat, die Runde, nein, sieht doof aus. Und down. Oh, Alter, 4 Abfackler! Nee, ist klar. Die Pobeda hat ihn gerade 4-mal abgefackelt. Jo, oder nicht. Hat er vorher schon gebrannt? Naja, Ibuki hat den Kill durch Brände bekommen. Also wird er den nicht 4-mal abfackeln. Ah, okay, oder die Ibuki. Den hat die Ibuki natürlich 4 Abfackler gemacht. Mit der einen Vielleicht Seite. Haben die auch beide zusammen. Nein, was? Nein, kann nee, nur eine alleine das, gemacht haben. Das geht nicht. Kado, es gibt Teamplay. Man kann auch zusammen was. Die Leiche gibt wieder Ratschläge? Ja, die Leiche gibt Ratschläge. Meine Position, so merkwürdig für Nere, das sah auch aus, da war aber ganz gut, weil ich mit dem Drop da überall arbeiten konnte. Ich habe auch ehrlich gesagt erwartet, dass ich mit dem Drop ein bisschen helfen kann und nicht bloß die alle ein bisschen kitzel so von hinten. Ich, da hat hinten einer mein Deck berührt. Ja, wir alle drei fast oben. Schade, der eine nicht, aber wir als Divi waren wir super. Blöde Vladi noch vor mir. Okay, ich guck mal. Mit den Luftschlägen, 20 Treffern, habe ich 6.000 Schaden gemacht. Wahnsinn. Mit wie vielen hast du? Wie viel hast du gemacht? 20 Bombentreffer haben 6.000 Schaden gemacht. Oh. Und wie oft hast du den eingesetzt? 5-6 Mal. Aber wie gesagt, da waren mehrere Hits mit bei, wo ich bloß das letzte Zipfelchen getroffen habe oder ganz vorne am Schiff. Weil die haben tatsächlich auch drauf geachtet, was ich gemacht habe. Sehr ungewohnt, sehr ungewohnt. Spieler, die auf irgendwas achten. Nein, die Position war nicht gut. Geh weg, Admiral Türpitz, geh weg, weiche von mir. Dämon. Es meine Drops gehen besser. Darkwalker, wo gehen sie denn hin?
Da haben sich die Forschungspunkte ja gelohnt. Wieso, wenn du mal, ich hab grad 90k Damage gemacht in der Runde, obwohl wir hier aufs Maul gekriegt haben. Ich fand das jetzt nicht schlecht. Die Hauptbatterie. Ich meine, so in einer Runde würde ich das auch nicht immer das festsetzen. Sowieso. Rein von der Offensive her war das in Ordnung. Wenn du bedenkst, hätten die Drops jetzt noch besser reingekloppt, hätte ich besser getroffen, wäre ich vielleicht bei 120, 30, 40.000 gewesen. Warum nicht? Ich finde die sehr angenehm zu spielen. Wir haben hier halt auch bloß die 203er, wir haben 12,5 Sekunden Ladezeit. Lässt sich gut mitspielen. Zwei Drittel der Hauptbatterie liegt vorne. Und die 15 Kilometer mit dem Drop sind auch angenehm, weil du endlich mal auch an alle mal rankommst. Das andere ja mal mit diesen 11, 12 Kilometer Reichweite ist ja ein Joke. Oh Gott, die Tür geht auf. Achso, ja, du bist noch. Der Voll. Wieder. Oh, sorry, Leute. Könnten ja zwei Ladungen sein. Hätte ihr, glaube ich, auch ganz gut getan, hätten sie ja zwei Ladungen reingeballert. Meine vier Drops sind heute schon zu 100% genau gerade. Und deine? Deine vier Drops? Für vier Drops? Nudelholz incoming? Nein. Nein, nein. Er hat gesagt, wie toll ich bin und sie liebt mich und sie wollte meine Füße hier nebenbei massieren. Und ich sagte so, nein, nein, heute nicht. Nein. Superschiffe. Also zwei. Doch gut, aber brennt gut. Superschiffe. Hauptsache, das ist keine Satsuma. Solange nicht Satsuma steht, ist alles schick. Pusher Korf. Ja, ich glaube, die nehmen uns auch relativ schnell raus, wenn wir da mal doof stehen. Aber also, der kann nicht ausweichen. Der kann also nicht gut ausweichen. Oh, wir haben eine Halandivi. Oh Gott. Oh Gott, du weißt, was das heißt. Dass wir ordentlich Tops haben auf unserer Seite. Oh Gott. Oh Gott. Hey, die Karte, die kenne ich. Die kenne ich. Die hatten wir noch gar nicht. Nee. Let's go, let's go. Hat einer geschrieben, der Vulkanausbruch soll hier endlich überarbeitet werden, der ist scheiße. Wäre ehrlich gesagt nie drauf geachtet. Was für Leute so achten? Der Sound davon wäre total doof und den sollten sie überarbeiten. Denke ich mir immer, yo, das sind so die Sorgen, die wir haben in World of Warships. Das sind die Sachen, die überarbeitet werden müssen. Naja, der Soundtyp macht das dann halt. Der macht das. Ja, der hat ja nichts mit dem Matchmaking-Typ. Holt in seine leere Dose wieder und spricht da so rein. Bum, der Matchmaking-Typ hat nichts mit dem Chat-Typ zu tun. Bum. Also daher. Wahrscheinlich. Hoffen wir zumindest. Kann auch sein, dass einer alles macht. Hoffen wir zumindest. Könnte so manche Patch-Notes erklären. Ja, wenn man da unterbesetzt ist, ne? Ich meine, wir haben ja auch gerade die Aufteilung hat den bestimmt nicht gut getan, was die Geschwindigkeit angeht von neuen Sachen. Da wird im Hintergrund einiges sich verändert haben. Das ist nie gut bei so einem großen Firmen. Routine, das ist das. Routine ist immer das Beste. Expansion ausbauen, ja, klar, neue Bereiche erschließen und Co., ja, aber nie irgendwie ein Teil, wenn der wegkommt. Gerade wenn du jahrelange Strukturen da drin schon aufgebaut hast. Das tut nie gut zu einer großen Firma. Alt sind deine beiden Hunde eigentlich? Wären dieses Jahr beide vier in dem Dreh? Müssten sie werden. Bei Ellie wissen wir darum in dem Dreh, bei Ellie wissen wir es nicht genau. Robbie wird vier dieses Jahr und bei Ellie angeblich wird sie auch vier. Im August irgendwann hat sie wohl Geburtstag. Also ganz zu 100% können wir es nicht sagen, weil die wurde ja da aus so einem ganz schlimmen Verhältnis da rausgeholt. Gibt es da eine Methode, um das zu bestimmen? Nee. Rein theoretisch kannst du es untersuchen. Auch Hunde haben irgendwann graue Haare und. Also so an so Sachen kannst du es dann doch schon erkennen. Ich weiß nicht, ob es bei den Knochen auch irgendwas gibt, woran man das denn sehen kann. Ich meine, bei Menschen erkennst du es ja auch an den Knochen, ne? Wenn sie die Leichen immer überall finden. Beckenknochen so und so, ah, ist eine Frau, hier Kieferknochen so und so, ah, ist ein Mann. Warum? Wichtig, immer alles richtig, die Knochen, die Leichen immer schön zerbersten, so dass man nichts erkennt. Danke. Tipp vom Fachmann. Und yes. Iowa hat ein Flakgeschütz verloren. Kannst beruhigt sein. Jäger ist gestartet. Los, hol dir die Iowa. Wäre das cool, wenn die auf Schiff. Und noch ein Flakgeschütz ist kaputt. Wieder kein Schaden. Jawohl, schön. Jäger freut dich. Jäger wird immer besser, wa? Wird immer besser. Oh. So, Iowa, was machen wir jetzt hier Lustiges? Da so. So, Drop ist unterwegs. Jetzt guck mal, wie der gleich runtergeht mit Leben. Pass mal auf. Ich guck.
Pass auf, pass auf. Der fährt voll rein, der fährt voll rein. 56.000, 55.000. 4, 3, 2, ja, geht ja voll rein. Ja? Ja? 6.000. Moment besser. Einfach mal so 6.000 Schaden ohne Gefahr hier einzugehen. Ist okay. Das war der höchste Drop, den ich bisher hingekriegt habe in den zwei Runden. War in Ordnung. Verstanden. Wie, Achtung, Torps. Lol, komm ich von der Seite schon. Ii. Ach, hätten wir nur eine Halland, die... Scheiße. Leere, guck mal, was wir Hallands machen. Piu, piu. Nee, ich hab keine Zeit, muss spiele Kreuzer. Das ist nicht so leicht. Halland, daher, piu, 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 piu. Lass die mal machen, du. Die haben schon einen Plan. Ach, so ein Scheiß. Die wollen da cappen, die schmeißen sich jetzt beide weg. Die sind tot. Ich weiß genau, wie so ein Dreck endet. Das habe ich schon tausendmal gesehen. Quatsch, Quatsch. Guck lieber auf dein Spiel. Guck lieber auf dein Spiel. Mach ich. Da sehe ich die beide auf der Karte. Ist einer der CTV schon verlassen, der ist jetzt AFK, weil ich das geschrieben habe. Toll. Toll, toll, toll. Ich komme hier nirgends an. Hier kommen auch Torps, Mitte. Ja. Wahrscheinlich von der Takahashi. Langweilig. Oh, da können wir was treffen. Geil. Republik. Stürm. Eine Santander eiert da rum. Santander. Tanda. Tanda. Entschuldigung. Passt immer so schön. Bitte fahr nicht weiter. Oh, Santander steht. Oh, achte mal auf die Santander jetzt. Pass mal auf, pass mal auf. Takahashi. Volle Takahashi rausgenommen von unserem Kopf. Nere, pass mal auf jetzt hier. Drop. Guck mal, Takahashi. Na, bumm, Alter, 6.000 und abgefackelt. Ich bin ja nicht mehr offen, wenn ich hier hinten stehe. Ich bin nicht begeistert. Das war alles 6.000 und abgefackelt. Der war perfekt drin. Besser ging es nicht. Der ist leicht gepanzert. Hör auf zu meckern. Guck auf die Karte. Das können meckern, das jammern. Ich würde sagen, die stehen schon alle hinter uns. Ja, die stehen schon alle hinter uns. Was machen die hier hinter uns? Warum sind die da? Ach so, weil die Hallands natürlich beide da komische Sachen machen. Uscher, Uscher, Uscherkopf. Ich und meine Uscherkopf. Okay, das war ein merkwürdiger Moment, um zu pushen. Sag ich dir mal so ganz nett, wie ich bin. Da wirst du, glaube ich, keinen Spaß von einer Front haben. Down. Oh, die eine Halland kommt aber sogar her. Das gibt's ja gar nicht. Uscher, Uscher, Uscher. Oh, jetzt bin ich darauf gespottet. Was machen wir jetzt hier? Wenn die Uscherkopf mich nicht anguckt, ist eigentlich alles schick. Bei 3 ist in Ordnung. Ich kann gleich mal versuchen zu droppen. Da so ungefähr. Oh, und perfekt. Schön auf die aufbauen, nicht auf die Geschütze. 2, 1 und ein bisschen weit hinten und... 10.000 bei der Uscherkopf. 10.000 bei der Uscherkopf. Bei dem am besten gepanzerten Schiff im Spiel habe ich jetzt den höchsten Drop gemacht. Das ist ja auch geil. 3, 2, 1. Patrick tot, Halland tot. Danke gerade für deinen Drop. Die eine Halland da jetzt echt gestorben unten. Ja, der ist unten reingefahren und wurde stalinisiert. Gerade, vertraue dir. Die wissen, was zu tun. Ja, die haben sich aufgeteilt. Immerhin, Halland ist auch down. Ah, war die Feuerkraft nicht mehr gegeben. Ich verstehe. Du hast sie verwirrt. Ich? Ach, wegen meinem Schreiben, ne? Wegen deinem Schreiben, genau. Weil ich so verwirrende Sachen geschrieben habe. Hey, wir brauchen Spotting. Oh, scheiße, schnell, wir müssen uns aufsplitten. Ich mach beide jetzt halb scheiße. Was zur Hölle ist Spotting? Oh, stimmt, wenn ich erklärt. Warte, ich poste mal die Definition. Google, Definition Spotting. 3 Seiten Erklärung. Feuerfrei. Die 6, sehr angenehm. Nappi-Moment. Ja, ist mir egal. Mal auf AP laden. Ich glaube, das ist ein Nappi-Moment. Und er lenkt ein. Siehst du, es ist immer scheiße. Es ist immer scheiße, wenn man auf sich selber hört. Jedes Mal scheiße. Okay, ich habe gerade 18.000 gefressen. Na, die Republik. Ja, der hat da jetzt schon drüber gucken, habe ich gerade festgestellt. Das tat aber ganz schön weh. Repo, guck doch nicht rüber. Die linke Seite hatte ich ein bisschen geachtet. Auf die Repo habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht jetzt. Nee. Ah,
Ah, die selber da verkackt. Hinburg brennt nochmal. Vielleicht reicht's ja sogar. Jetzt aber unsichtbar werden. Ja, reicht nicht ganz. Hab eine schöne Schaden gemacht. Und unsichtbar. Hat er nochmal geschossen? Nein. Doch, er hat nochmal geschossen, aber nicht auf mich. Perfekt, Ripu. Perfekt. Stöber meinem Drop. Oh, das geht voll auf die Aufbauten. Palat Nummer 2 ist leider auch weg. Bisschen hinten. Oh, Leute, ich dein Scheiß ernst. Sag mir doch nicht sowas auch noch. Und zwei Meldungen sind raus. Aua, aua, aua. Warum denn? Wie kann der denn jetzt auch tot sein? Sind die jetzt beide an der gleichen Stalingrad krepiert? Bestimmt, ne? Nee. Die andere wollte zurück und hat es nicht mehr zurückgeschafft. Leute. Alan, das ist so ein leicht zu spielendes Schiff. Ich wurde einer der leichtesten zu spielenden DDs überhaupt im Spiel. Oh Gott. Ich will wieder und... Ah Gott, da kommt die Salve schon. Scheiße, die habe ich nicht gesehen. Kennt sie da? Ah, lächerlich, nur 5000. Fast gar nicht mehr. Kräuter Ork, das ist ein Niederländer. Findest du im Forschungsbüro. Und Speck. Operatorie liefert. Die Drops können liefern. Das ist aber sehr, sehr glücksabhängig. Also wenn du jemanden hast, der weiß, was dein Schiff kann, ja, dann machst du mit deinen Drops gar nichts mehr. Muss man leider so sagen. Golo eiert da vorne rum, wie gut das mit dem Hydro jetzt ausgelaufen ist. Ah, scheiße. Golo, abgefackelt, sauber. Genau das wollte ich. Wenn es scheiße ist, wenn du auf dich selber hörst, dann hör auf Zukunft nur auf deine Frau. Nee, auf. Ich bin gefühlt jeden zweiten Tag hier komplett ein neues Inventar haben in der ganzen Wohnung. Nein, danke. Nein, danke. Nee. Auch nicht. Das ist doch dieser Typ-Pitz dabei, lass mal. Rico, verzweifelt versucht, den DD damit zu treffen, aber ihr seht schon, ich habe nicht weit genug vorgehalten. Dauert zu lang. Ne, hätte noch weiter vorhalten müssen. Scheiße. Hat ich mal mit der Hauptbatterie getroffen. Ach, Trick, da war der Weg mal offen. Ach Gott, da kommt noch. Oh Gott, da kommt eine volle Stali gerade noch um die Ecke. Der Beowulf. Der coole animierte Film. Beowulf, Beowulf. Ah. Er schießt da ohne. Was? Ah? So A. Ich dachte, da macht einer so ein Geräusch. Nee. Beowulf, Beowulf. Weit bist du in der Season eigentlich, um mal hier irgendwas Spannendes zu fragen? Wie weit bin ich in was? Season, Diablo. Die hat heute um 19 Uhr angefangen. Ah, lol, ich dachte, die läuft den ganzen Tag schon. Nein. Das wusste ich nicht. Ich hab bloß gesehen, dass ein Update konnte man irgendwo runterladen. Hm? Ich dachte, die läuft schon. Ich hab den Stalin gerade noch nicht einen Chance deswegen, gemacht. Deswegen hatte ich gestern auch gedacht, hier von wegen, Mensch, das ist ja gemein, weil wir da genau unseren Stream haben. Oh. Ich kann die nicht durchschlagen. Nicht. Ich kann die Stalin gerade nicht durchschlagen. Das gibt's doch überhaupt nicht. Ich mach keinen Schaden bei dem. Das ist ja irre. Was ist... Wie, ich bin allein. Was ist los mit euch? Lol, Kakteen. Du bist die letzte Hoffnung. Meine letzten drei Salben habe ich null Schaden gemacht bei der Stalingrad. Und der Drop hat wie immer nichts getroffen. Cool. Wir sind gerade down. Ja, das sowieso. Das ist ja nichts Neues. Nee, aber die haben Serverwartung. Ich glaube deswegen. Bis 19:30 sollten die eigentlich vorgehen. Ach so. Daher. Okay, alles klar. Soll übrigens auch der schlimmste Patch sein überhaupt in der Geschichte von Blizzard. Okay, gleich mal. Weil die ganzen OP-Klassen nicht mehr OP sind. Okay. Ja. Ich habe irgendwie gar keine Patch-Notes gefunden von wegen Charakteränderung. Doch, riesen Ding, alles mögliche. Necro genervt bis zum geht nicht mehr. Mage genervt, Frostmage vor allem genervt. Necro genervt? Echt? Ja. War der so stark? Krass. Bone Necro mit Knochenspeer war einer der stärksten überhaupt. Ah ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Der war cool. Nächste. Jetzt will ich einen Win sehen. Ja, ich auch. Wer macht den? Da sind die Patch Notes. Unser Team wollte keinen Win sehen. Unser Team wollte vieles sehen, aber keinen Win. Gott, oh
Gott, oh Gott, oh Gott. Du, ja, Stalingrad, kepp du mal lieber. Der Bo Negro noch immer. Na klar, aber halt angeglichen. Das ist halt nicht mehr Bosse, der bloß One-Hit-Hit in einer Tour. War halt ein bisschen zu Moment, doll. Das sollte nicht so? Ja, ja. Was? Das ist ja komisch. Wait, what? Kann ich mir nicht vorstellen. Nicht auch? Wie? What? Barbar wurde auch genervt. Der soll nicht mal annähernd mehr so stark sein. Der wurde wohl auch völlig broken. Und Entschuldigung, dass wir jetzt über andere Themen reden. Die Runde ist gelaufen. Das ist langweilig. Und ich lebe nur, die sind zu schlecht, um mich zu töten. Na, das bezweifle ich. Oh, scheiße. Dafür brauchst du nicht entschuldigen. Besser als dass wir uns traurig spüren. Besser als dass ich hier rumjammer. Ja, aber weil du gerade das Schiff fährst und eigentlich will man ja ein bisschen über das Schiff reden. Aber ja, aber da gab es ja nichts zu gucken gerade hier. Da war es ist ja sehr. Tun, ja. Bis auf diesen einen Drop, den ich zünden kann, mehr habe ich ja gar nicht. Mehr ist da ja nicht. Ja, Leute, 131.000 Schaden und verloren. Cool, ne? Macht Spaß. Fühlt sich gut an. Weißt du, mit Presse-Account plus Wins, Hammerrunden, richtig viel Grund-EP, richtig geil. Oh, geil, danke fürs Mitkommen. Dann spielst du auf deinen normalen Piss-Account. Der heißt übrigens jetzt Kartoffel, mein Presse-Account. Ja! Haben sie schon abgeändert. Hieß ich doch mal WoffCC27, heißt jetzt mit meinem Presse-Account Kartoffel. Ich Shared hat entschieden. Und Viper, bedenke, Schaden ist nicht gleich Schaden. Es kommt immer auf den prozentualen Schaden an. 20.000 Schaden auf ein Schlachtschiff ist ein Fünftel vom Schlachtschiffleben auf T10. 20.000 Schaden auf einem DD ist 100% von einem Zerstörer oder 90% von einem Zerstörer. Und da ist es halt wichtig, auf wen du den Schaden machst. Oder also mit meinem U-Boot vor ein paar Monaten hatte ich 0 Schaden und hatte 1.800 Grund-EP. Warum? Weil ich gecapped habe und viel Spotting-Damage hatte. Halt keinen gemachten Schaden. Das kommt noch dazu, Aufklärungsschaden. Ja. Ganz genau. Ist Smolensk eigentlich immer noch so stark? Ja. Ist Smolensk sagt man, wenn du da 100.000 Schaden hast, dass das, oder mit 100.000 Schaden aus der Runde rausgehst, dass das eine schlechte Runde war. Smolensk ist nach wie vor völlig bekloppt. Runde hat ja noch gar nicht angefangen mit dir, wa? 100.000, 200.000, 300.000, ohne Probleme. Da lockst du, gehst du in die Runde rein, wie Nere sagt, und nach 30 Sekunden abgelaufen, bäm, hast du deine ersten 50.000 Damage. Oh Gott. Nein. Und Darkwalker, tut mir leid, ich habe die Tarnung vergessen. Den Nere hat zu schnell reingeklickt. Du hast bereit gedrückt. Bereit gedrückt. Es ging automatisch. Arr, let's go. Und Yuki hier, absolut. Diablo 4 kannst du gleich deinstallieren, zurückgeben, Krepp. Raus. Ich hau ab damit. Buddy X, dafür jetzt ab 2 Monate. Lia Lirel, 11 Monate, immer ein Fest mit euch. Dankeschön. Surreal Panda B, 5 Monate, höher, schneller, besser, aber weiter. Merci. Meine Freunde, immer dran denken, Twitch Prime Sub, wenn ihr Amazon Prime habt, einmal im Monat reindrücken hier. Freuen wir uns sehr drüber. Dankeschön. Bei Twitch. Auch alle, die YouTube-Lusch zuschauen. Alle, die auf YouTube gucken. Einfach unten in der Beschreibung unseren Twitch-Kanal öffnen, einmal kostenlos reinzappen. Tut euch nicht weh, habt ihr eh denn kostenlos mit drin oder schon bezahlt. Und euren Lieblingsstreamern hilft das immer sehr. Schleim. Schleim. Lustig ist ja auch Sub bei Twitch und bei YouTube. Gleiche Wort, unterschiedliche Mechanik. Finde ich aber schöner, der deutsche Begriff, der ist auch besser. Hier ist ja Abonnement. Die bei YouTube, die hatten eine richtig geile Idee für das. Da gibt es auch so eine Sub-Möglichkeit, also gegen Geld. Das heißt im Deutschen schön Kanalmitgliedschaft. Das ist so ein richtig schönes deutsches Wort. Mag ich. Hier, Krado, ich habe dir meine Kanalmitgliedschaft gegeben. Danke. Danke für deine Kanalmitgliedschaft. Wow, schon 37 Monate Kanalmitgliedschaft. Das ist gut. Das liest sich auch toll. Das ist richtig schön. Konsole viel zu teuer. Ja, warte einfach. Den kriegst du auch günstiger. Irgendwann kriegst du wieder für einen Zehner ohne Probleme. Guckst einfach bei Kleinanzeigen. Hey, Fred, 27 Monate. Ahoi und volle Kraft voraus. Dankeschön. Vielen Dank. 27 Monate schon. Wir werden Smolensk haben, abzugeben, bin jetzt so down, so schlecht. Hauptwächter, verkauft den Kräb. Lenz, letztes Scheiß. Früher mit 19 Kilometer war die ja noch spielbar. Aber jetzt mit 16, Alter, ist ja unspielbar. Gibt wirklich Leute, die das behaupten. Dass die Smolensk von Wargaming durch die Kapitänsänderung damals komplett kaputt gepatcht worden ist. Genau. Kaputsch gepatcht. Ja. Gibt's eigentlich auch Großanzeigen, sag mal? Deutsche? eBay Großanzeigen. Ach, Großanzeigen. Grußanzeigen. Ich hab Grußanzeigen? Ja, ich dachte hier im Spiel so Grußanzeigen. Das wäre ja geil. Was kommt wohl bei den Deutschen?
Eine Großanzeige, okay. Nee, gibt's nicht. Das wäre eigentlich voll geil. Nennt sich einfach eBay Groß. Nee, heißt ja gerne eBay Kleinanzeige, das heißt ja bloß noch Kleinanzeigen. EBay haben sie rausgenommen. Oh, eine Brest. Durch das eBay so schlechte Presse hatte, dieses Jahr haben sie das, glaube ich, getrennt. Ach du Scheiße. Ja, die Shimakaze da, ne? Ja, die Shimakaze. Mach weg, Nere. Oh, ich schieße, bin ich offen. Shimakaze. What? Leider nur einmal getroffen, dreimal getroffen. Das ist ein bisschen besser. Da kommt ab hier dann. Ja, jetzt bin ich auf Spotted. Jetzt wird's ungemütlich. Bresti. Bitte fress. Bam, 4000. Schönes Halbe. Fress. Das ist auch geil. Ich hab gehofft, dass die Salbe trifft. Und sie traf. Ey, übrigens, für Diablo, ich hab mir auch überlegt, vielleicht mal Beschwörer nehmen. Nee, nicht jetzt. Jetzt kannst du dich auch wirklich mal auf die Runde konzentrieren. Thema, okay, die Runde läuft. Ja, gerade angefangen die Runde. Ja, weißt du, die haben Beschwörer. Noch nicht aufgeben. Guck mal hier, ich schicke mein Gift von meinem Wirbelwindbar. Wirbel. Nein, das passt gerade thematisch vielleicht denn doch nicht. Das können wir wieder machen, wenn du die Runde wieder wegschmeißt. Ich habe ja am Ende noch gelebt. Danke. Ich habe ja alles probiert, aber... Manch einer hat ja keine Lust gehabt. Danke, was ein Arsch, ey. Scheiße, wir haben noch spotted. Das ist jetzt doof. Mann, weil, wenn du die Runde Scheiße, von B, ne? Ist ja auch wir geil, haben ja nichts... Oh Mensch, wir haben... Wie viel? 3 DDs? Und ein U-Boot? Warum ist denn keiner bei B? Oh, du kriegst das Kotzen, Alter. Du kriegst nur noch... Wie kannst du gar nicht kotzen, wie du kotzen willst? Wie teilen die sich denn auf? Du, die Mitte als CD ist scheiße, weil da keine Unterstützung ja, ist. Ja, aber es muss trotzdem irgendwas hinfahren. Dann spiel selber DD und fahr da hin. Ich jammer lieber. Das dachte ich mir, das dachte ich mir. Kudos an. Jetzt kann ich mal auf den schießen da. Das dachte ich mir. Ich fahr mal rüber, hier ist ja eh gewonnen. Mimimi heute ja, sehr stark in dir ist. Ach, nö, eigentlich nicht. Hier ist ja eh gewonnen. Eigentlich nicht. Wir stören gerade nicht mal die Niederlagen. Weil solange die Runde immer noch gut läuft, ich hatte ja erst 180.000, zweite Runde eben 130.000, solange schadenstechnisch immer noch geht, habe ich nicht so das Problem. Wenn du mit 30.000 Schaden in die Runde verlierst, irgendwie nach 8 Minuten, dann ist bei mir vorbei. Dann haue ich Mimimi aus. Oder das ist kein Mimimi. Da ist die Shimakaze. Oh, der hat geschossen. Lol. Shima, warum denn das? Weil die Summer Scooper da tritt. Wahrscheinlich. Ach scheiße, kann ich beschießen? Ich kann ihn nicht beschießen. Ist leider ausgelaufen. Jetzt wird's himmelig. Und bin spotted auf 9-8. Bin ich mehr spotted, bin wieder spotted. Da vielleicht genau hinter, bin ich mehr spotted. Mehr spotted, wieder spotted. Nicht mehr spotted, wieder spotted. Ich glaube, auf der Seite werde ich mehr Spaß haben. Hoffe ich zumindest. Ist unser U-Boot, wo ist das überhaupt gestorben? Ach, der ist mitten reingefahren. Achso, cool. Bestimmt Shotgun probiert. Haha, witzig. Toll. Hallöchen schläfen. Dann gehen wir mal den Leuten hier ein bisschen auf den Sack. Venezia könnte ich von hier sogar schon treffen. Ich sehe bloß nicht, wie der fährt. Ich sehe es nicht. Und... Was war das denn? Was für eine Kacksalve. Ach du Scheiße, ist die Sau schon rum. Und Andalusia ist auch schon rum. Oh, haben die gewartet. Die haben echt... Und die Scheißstiefel schießt auch auf mich. Okay, ich bin tot. Booms! Wahnsinn. Null Druck hier von den Leuten. Die fahren nur weg, die schießen nicht mal. Ist das bekloppt, Alter. Ich dachte, die kämpfen hier. Die sind nur am Wegfahren. Gerade vor einer Minute. Ich glaube, auf der Seite werde ich mehr Spaß haben. Ja, aber wer ahnt, dass sie gar nicht kämpfen? Die sind alle unsichtbar und schießen nicht. Was soll denn das? Das ist hier geil. Ach du Scheiße. Damit habe ich ja nur null gerechnet. Und gerade. Wo halte ich die Scheiße da jetzt hin? Ich schieße einmal und die schliefen, die dreht die Türme erstmal so zu mir, weil es hat sonst kein Ziel. Ich dachte gerade, ich gucke nicht richtig. Aua. We must not fail. So, Minotaur hat kurz mitgeschossen, das war bestimmt lustig. Schlief mal 3/4 Leben verloren. Ja, Minotaur schließt jetzt nicht mehr. Der hat nämlich gehört, was du gesagt hast. Doch, doch, ich nicht. Und ist tot. Ach! Kein Fall, da ist irgendwas zu dicht dran gefahren und hat ihn aufgemacht. Da hat er gerade noch einen Notnebel gezündet, aber das war es dann schon.
Boom, nochmal abgefackelt. Sehr schön, das freut mich auch. Also, komm nicht mehr ran. Venezia, Venezia. Wie die Schweine gewartet haben. Na, hallo, Wortwahl. Nee, wirklich? Wie lange die gewartet haben? Ob ich da wirklich so stehen bleibe? Ja, wohl keine Schweine. Doch, als Schweine. Oh. Und haben wieder bloß lauter Gegner, die taktisch sinnvoll und cool spielen. Verdammt. Verdammt. Auf 11 Kilometer bin ich offen. Venezia, Venezia. Doch so wenig. Ich freue mich. Nee, der ist das nicht. Was ist Yamato? Wollte Yamato. Hat die echt Yamato jetzt auf mich geschossen? Auf 23,6 Kilometer? Oder was ist die Andalusia? Nee, war Andalusia. Vielleicht keine besseren Ziele. Das wäre traurig. Und tschüss! Oh, alles daneben. Alter. Puls, Junge, Puls. Wie war das mit der guten eigenen Leistung und so? Was hat man bis jetzt so spannendes verpasst? Zwei Niederlagen, wo wir voll auf den Sack gekriegt haben. Das O-Boot ist hier. Natürlich, Scheißboot, immer genau vor uns. Alter, er ist so kotzen. Was ist los mit dir? Ist mit den U-Booten, geht mir in letzter Zeit so auf den Sack. Scheißboot, sagt er. Immer wenn U-Boote dabei sind. Wieso hab ich da bloß einen Drop? Leute, ich hab bloß einen U-Boot-Drop. Immer wenn U-Boote dabei sind, wirklich jedes Mal, unser U-Boot stirbt und das Feindliche spielt wie ein Gott. Jedes Mal. Auf Dauer ist es doch ein bisschen anstrengend. Aber wie du sagst, Scheißboot, Mensch. Das kannst du doch so nicht sagen, ey. Doch, hab ich schon, mehrmals. Scheißboot. Ich hab's bloß übersetzt. Bam, geil, keine Zita. Oh, die Black. Black, 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 black. Und yes, 2-3. Du hast 2 U-Boot-Ladungen. Ich hab 2? Ach, du hast den falschen genommen. Ja, ich hab den Niederländer drauf raufgefeuert. Ich hab automatisch auf die 4 gedrückt, wie immer. Ich hab bloß die Wasserpumpe. Das ist ja herrlich. Das ist mir ja auch noch nicht passiert. LOL. Hab mich schon gewundert, dass ich nicht getroffen habe. Ich hab ganz instinktiv gerade die 4, ist ja bei allen immer die 4. Ich hab ganz instinktiv die 4 gedrückt und raufgehalten. Das sieht ja auch genau gleich aus. Oh, herrlich. Weil nichts, dass du dich nicht aufgeregt, wie... Ja, nee, die Scheiße hat keinen Schaden gemacht. Das ist ja geil. Richtiger Dulli. Aber mit Anlauf, ey. Aber mal so richtig. Alter, das war ja mal die Dulli-Aktion am Feinsten. Oh. Oh, Alter. Aua, aua, aua. Wie bekloppt wollen sie sein? Gerade so, ja. Ach komm, meine Dieter aus dem Kremlin. Naja. Kann passieren. Wie viel hat er noch gehabt? 70.000? Bestimmt, ne? Kann passieren. Ich weiß nicht. Ein Lamm mit Profis. Ein Lamm. So, was machen. Oh, Schimakase wieder offen. Schimakase. 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 Ist ein kleiner Hase. Lop. Hä? Keine Ahnung. Halli, hallo, Halland. Kann es sein, dass du ein bisschen durch bist? Ja, ein bisschen warm. Wurde auch schon sehr lange wach wieder. Und Ausfälle bei der Schima mit meinen Bomben geschafft. Sehr geil. Meine Unterwasserbomben treffen sogar lustigerweise Schiffe. Ist ja merkwürdig. Alan Down, sehr schön. Das ist ich bin sehr verwirrt, diese Runde. Ich bin sehr verwirrt. Mino, 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 Tau. Mino, 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 Tau. Hätte ich den Drop jetzt gern gehabt. Scheiße, Scheiße. Oh, 2 Treffer, immerhin. Steht immer noch exakt an der Stelle auf der Karte da. Wenn er mal reinballern willst, er steht exakt da, wo seine letzte Position war. Ich will hier nirgendwo reinballern. Also, nee, also du musst schon mitschießen, wenn wir gewinnen wollen, ja? Das U-Boot ist direkt neben der Schieber, Achtung. Das ist schön. Warte, ich hau meinen Drop drauf. Es sieht aber auch wirklich exakt gleich aus, ja, zu meiner Verteidigung. Es sieht gleich aus. Ja. Die nächste Dive ist schon wieder verkackt. Nein! Und Nire, Mann, was ist los mit dir heute? Ja. Ich bin dauernd tot. War trotzdem über dir in der Leistung so. Das ist wohl wahr. In der Runde wird es auch nicht schwer, mich zu übertreffen. Meine Runde ist
hab noch gar nicht angefangen. Also ich habe 24.000 Schaden bisher. Okay, meine Runde hat vielleicht doch schon angefangen. Nichts, gar nichts konnte ich hier gefühlt machen. Wirklich nichts. Mino, Mino, Minotau. Fährt total rückwärts merkwürdig da raus. Warum auch immer. Gibt er wieder Gas. Ach, Scheiße. Jetzt gibt der Vollgas, ne? Was der im Chat geschrieben hat. Was denn? Nice border siding reverses Picksau. Er mischt euch der scheiß UBB schon wieder auf den Picksau. Das habe ich auch noch nicht gelesen. Ist mal neu. Was ist mit den Leuten los? Torpedos. Ja, alle ein Ticken zu aggressiv momentan. Das macht die Hitze, glaube ich. Hey, ich bin wieder spotted vom U-Boot. Der macht mich jetzt auf Periskoptiefe auf. Yeah, cool. Alter. Oh, guck mal, da haut er mir die Tops in die Fresse. Wie geil. Kann auch noch so toll ausweichen. Boom, boom. Cool, U-Boot. Danke, U-Boot. Ach, die Yamato schießt auch noch mit drauf mit seinem vollen Leben. Ist ja toll. Ja, du bist der Einzige, der gerade in den Nahkampf geht. Nee, natürlich. Und ich bin tot. Weil ich nichts treffen konnte. Wirklich nichts. Ich habe keine Chance gehabt, irgendwas zu beschießen. Wahnsinn. Hm. Total cool mit den Bombendrops hinten raus. Super geil, Wargaming. Bescheuert, da kann man doch diese Klasse gar nicht kontern. So ein Schwachsinn ins Spiel bringen. Du musst über die Schiffe rüberfahren, die dir frontal 40.000, 50.000 drücken können. Auf 1,5 Kilometer noch. Das ist doch dämlich. Naja. Gut, ihr macht das schon. Was hat das schon für eine geile Antisub? 50 Kilometer, wow. Nee, da habe ich nicht drauf geachtet. Habe einfach hingedroppt. Das ging so schnell. Erste Season von Diablo 4 ist jetzt live. Ich habe eine E-Mail gekriegt. Nee, wir springen gleich. Ich dachte, das ist die beschissenste Season von Erhaltet Diablo. Erhaltet die, bla. Verderbnis Lilith aus, bla. 30 boshafte, bla. Neue Quest, bla. Bosskampf, bla. Neue legendäre, bla. Schriftrolle, bla. Wilde Asche, bla. Titel unsäglicher Unhold. Geil. Reittier-Trophäe. Geil. Hammer. Klingt geil. Die 4 ist eh Login-Probleme. War auch nur ein Joke. War auch nur ein Joke. Och, guck mal hier, die schicken Dingstorps. Geil. Also die Runde war ja der letzte Dreck. Ich wollte rüberfahren, um zu helfen. Im Endeffekt konnte ich bei überhaupt nichts helfen und bin hier bloß rumgefahren und versucht zu überleben. Alles ist immer so weggefahren, dass ich nicht treffen konnte. Wäre ich bloß bei euch auf der Seite geblieben, ey. Mein Gott. Das war ja eine Qual, die Runde. Drei? Ich kann es heute, dass ich spät bin, aber wie viele spannende Runden habe ich verpasst? Spannende gar keine, aber zwei Runden hast verpasst, die richtig gut liefen. Das war jetzt mal eine richtige Abfuckrunde hier. In Bombendrops nichts getroffen, ich kam mir nirgends ran. Und mit der Hauptbatterie auch jämmerlich versagt. Was eine Krepprunde. Hat er meinen Qual-Joke gar nicht mehr gehört? Nee, was denn? Qual? Was ich hab gedacht, Qual? Welches Qual denn? Drei oder vier? Ah, geil, der war gut. Der war total gut. Der teamdienlich, da weißt du, was kommt. Ja, ja. Ich habe mal eine ernste Frage. Wann kriegen wir die Body Pillows im TK-Shop? Auf die. Schönere U-Boot weg. Auf die mit dem Chrom drauf würde ich gerne erwerben. Krado Chrom. Der gezeichnete Chrom oder Real-Life-Chrom? So nackig auf so einem Kissen. Urio, das wird wohl noch ein bisschen dauern, bis sie kommen. Aber sie kommen, versprochen. Für dich. Für dich. Mann, Mann. Was war so lustig? Was hast du mit dem U-Boot gemacht? Ich habe da einmal hingeschossen, einmal getroffen, hat angefangen zu brennen und es hat gereicht. Ja, ja, das, gut, da war es halt Chrom bei mir auch. Das ist so. Finger halten, geschossen, die Yamato hat mich weggebombt. Das war fast genauso. War auch so ein ähnliches. Ja, ja. Und ich dann gemerkt habe, dass ich noch rüberfahren muss. Wenn sie diese bescheuerten Wasserbomben-Abwurfdinger, wenn sie die wenigstens alle vorne raus machen würden, dann würde es ja Sinn ergeben. Oder dass du wählen kannst, stell dir mal vor, ihr könntet wählen. In welche Richtung? Oder die zeigen euch das überhaupt mal an, in welche Richtung die Scheiße rausgeht. Ah, so viele lustige Sachen. Unmöglich. Ja, hör bloß auf. Hör bloß auf. Aber hey, immerhin haben wir guten Panzerdurchschlagskraft mit die F-Skill bei den Spaniern. Geile Runde. Wir haben das jetzt noch irgendwie gewonnen. Alter Team, Alter. Team. Nere, wenn wir als Team zusammenspielen, dann sind wir ein Team. Stehen wir als Team auch zusammen in der Bahn? Ich stehe ganz unten, ich sag's dir, Alter, was eine Schmutzrunde. es war... Yes, Mittelfeld! Alter, war ich gut. Wie kann ich denn noch im Mittelfeld sein? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Aufklärung vielleicht? Aufklärungsschaden?
21.000. Ich meine, ihr habt auf der Black 2.4, Halland 3.4, aufs U-Boot 2.000. Mein ganzer Angriff aufs U-Boot hat 2.000 Schaden gemacht. Also mein, wo ich hingefahren bin, ja, hat sich gelohnt aufs U-Boot. Aufs U-Boot. Yamato muss ich melden, der hat mich die ganze Zeit beschossen. Ach. Das war. Es spricht nicht für unsere Baller Obogonje, Benhem und Minotaur, muss ich wirklich sagen. Oh Gott, war das ein Reinfall. So, einmal geht noch und dann ist erstmal Schluss. Einmal sicher? Einmal geht noch. Bin gerade gut drauf. Glaubst du, ich will das Special jetzt mit dieser Runde hier beenden? Ja, Leute, 27.000 war eine gute Runde. Die Steam-Tarnung. Warte mal. Wenn du gerade gut drauf bist, wie siehst du dann aus, wenn du schlecht drauf bist? Da erwischt mich mal, wenn ich Ranked spiele, Bronzeliga, Rang 10 bin und viermal hintereinander verliere. Ist das schon mal passiert? Ja, ja. Letzte Mal Bronze, der erste Abend war anstrengend. Also das war holy shit. Schreibst du denn auch so wie die feindliche Egie gerade mit dem Versus Pick Sau? Oh, guck mal, da was hier. Hab gehört, dass es Krieg zwischen OM und Team Krado gibt. Was? Hab ich gestern noch gelobt? Wieso gibt's da Krieg? Oh, jetzt geht's ab. Joya, erklär mal. Krieg ist online. Krieg, also sowas von. Oh Gott. Treff uns bei Gladiatus, Alter. Das ist ein Browser-Game. Da mach ich euch klar in der Arena. Was für ein Krieg? Was haben wir gemacht? Feten, Joya, warum Krieg? Gestern noch gesagt, das sind dufte Typen da, weil die so geil spielen. Nur ein Joke. Okay. Hammer-Joke, Feten-Joya. Boah! Ha! Der war geil, Alter! Ha. Ha. Ey, einer der Top-Clans hat Krieg mit euch. Witz! In einem Videospiel. Witz! Okay. Den habe ich jetzt nicht verstanden. Wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Ein Problem. Ja, die OM hat Krieg mit uns. Nee, wir haben super. Oh Gott! Alter, du wolltest ja unbedingt noch eine Runde spielen. Doppel-Yamagiri und United States. Wir sind wieder die einzigen Neuner. Nein, das kann doch nicht sein. Mittelfinger so beim Gesicht, aber so mit Anlauf. Aber eine gute Karte, Nere, da können wir mit Drops gut arbeiten. Nee, wir sind gleich tot von der United States. Top-Clans? Oh, guck mal jetzt hier. Guck mal, Nickley, der ist von TK1. Der schreibt gerade, die sind doch schon seit Jahren inaktiv. Das sind doch keine Top-Clans mehr. Diss, Alter, fetter Diss von TK1. TK1 disst OM, aber mit guck Anlauf. Mal, Anime sucht Leute. Kawaii, schreib mal. Anime, das ist ja mal ein Klarname. Anime sucht Leute. Ich meine, es ist die Abkürzung. Wer weiß, was das aufgedröselt heißt. Beifuß? Nein, schreiben wir nicht. What's a clad name? Not likely. Nickley, bitte Stress mit Clans anfangen, ja, aber den halt uns raus, ja, bitte. Also nicht so Stress machen. Feuerfrei auf die United States, so. irgendwas knack, irgendwas weg. Defensiv des Flakfeuers an, ich guck mal. 2. Der Magiri halbiert. Mach ich Schaden? Bin immer. Okay. 2400 Schaden nur gemacht. Mit defensivem Flakfeuer. 5-6 bei mir war nicht wirklich. Ja, vielleicht war ich nicht dicht noch dran. Die kleinen Flakgeschütze haben wir mitgeballert. Um 300k sind drin. Ne, schon wieder. Was habe ich doch erst gehabt? Oh Gott, war doch geflogen. Letzte Runde. Lief doch jetzt so gut. Da hatte ich doch fast die 330k. Na, wie okay, geht's mit dem mit dem weirdo stuff already. Ich hätte schon gut drauf hier. Das ist nicht schön. Ach, beide auf einmal, ja? Da fährt ja auch keiner hin, da will ja auch keiner hin. Weil es ja scheiße ist. Es ist ja nicht schön. Ich sag ja nicht, dass es schön ist. Ja, ich sag auch nur, dass es nicht schön. Hatte gehofft, dass wenigstens die Yamaha hinfährt mit dem guten Tarnwert, aber leider ist es nicht. Tut leider sehr weh, wenn sich da gar keiner drum kümmert. Leider. Weil davon dann auch da die Tops kommen. Ja, weil der kann einfach durchfahren, kann unseren CV wahrscheinlich killen. Ist hier hinter uns, wir finden ihn los. Andi, verlos mal, bleibst du. Wir hinten noch am Start. AFK auf Wort. Nee, Wort ist ein anderes Spiel. Müssen wir auch mal wieder spielen. Nee, danke. Ja, also gut. Ihr, ja. Du hast mich überzeugt. Nein, danke. Okay. Dann halt nicht. Und wer wird beschossen? Ich. Ich meine, ich lache über die Worte. Oh, scheiße.
als ich darüber weine. Glück gehabt, Glück gehabt. Ich bin von hinten jetzt auch schon spotted. Vor mir ist ein Smoke. Ich werde vom B aus gerade aufgemacht die ganze Zeit. Der muss hier in dem Winkel oben irgendwo sein. Ja, 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 ja. Nee, ein bisschen weiter unten ist er. Er macht mich auch auf. Na, wie schön. Na, wie schön. 1DDB, please. Lass die mal machen. Die ist hier schon. Die mal machen. Da ist nicht mehr offen. Guck mal lieber, dass du auf deine Sache da spielst. Der war so weit links, das hat er ja gar nicht gesehen gerade. Also Yamagiri ist gleich tot. Boah, Alter. Da. Ich hier mit den Salben. Wo ist der? Steht doch der Bus dran, ne? Mal so probieren. Yamagiri bloß noch 9000 Leben, kann ich löschen, brennt noch. Scheiße. Das sieht nicht gut aus. Der gibt Gas, weil die Flieger gesehen hat. Ach, ist doof. Und. Oh, 6000 noch, immerhin. Immerhin, immerhin. Ich bedenke, dass ich letzte Runde mit dem Drop nicht mal eingetroffen habe. Flieger kommen wieder, Andi, Achtung. Taktische, kann man eh nichts gegen machen, vergiss, was ich gesagt habe. Haha, Flieger kommen an, die. Haha, weil Andi. O drücken, Andi. Ausweichen, Andi. Do it. Do it, Andi, do it. Oh, Alter, was kommt da alles? 26.000 Schaden auf dem Musashi. Mit einem Drop taktische Staffel. Taktische Staffel hat der CV endlos, hat bloß einen Cooldown. Kann er so oft spammen, wie er will, bis die Runde zu Ende ist. Kommt schon die nächste Staffel. So dumm. Ach, dumm. Bot mal, wir gehen entweder zu mir oder zu Andi. Andi, guck bei A. Lass B in Ruhe. Bei B war maximal eine Gierin. Guck bei A. Wir brauchen deine dicken Salben hier. Dicken Salben von Andi. Ah, nee. Bom, 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 bom. Bekämpf dich da jetzt nicht bei B. Das lohnt sich nicht. Hier ist eine Monty, hier ist eine Napoli, hier ist lauter Dicke. Friedrich da hinten noch. Oh, abgefackelt noch. Nee, Andi, wir brauchen dich hier oben bei C. Nee, ich komme hin. Ich helfe dir bei C. Nee, du bist egal, du. Nee, du, bleib mal weg. Nee, lass mal. Wir brauchen doch keine Hilfe bei C. Lass mal. Hallo, für der Kreuzer. Digga. Bam, 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 bam. Die nehme ich mit. Das tut weh. Au, au, au. Und. Watch. Na, Summa, wird eine Breitseite oder was hast du vor? Breitseite. Martin steht ja schön dran an der Insel. Und nochmal abgefackelt. Sauber. Jetzt zeigt er wirklich. Na, nee, immer noch nicht so richtig Breitseite. Mach die Azuma da, Alter. Wer kennt sie nicht? Die gute alte Nahkampf-Azuma. Die alte Nahkampf-Sau. Wer kennt sie nicht? Napoli gleich der nächste. Push auch rein, wie bekloppt er. Ah. Wie moin sollen sie machen? Wenn sie ihre Schiffe wegschmeißen wollen. Nur zu, nur zu. Erinnert mich immer ein bisschen an Happy Tree Friends. Und er weicht natürlich aus. Dreicht aus. Er dreicht natürlich aus. Man kennt es. Ha! Aber abgefackelt habe ich noch. Scheiße, und Flieger hat mich kurz. Nein! Nein, 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 nein! Scheiße, kleine Piepflieger. Piep, piep. Das war knapp. Das war knapp. Na na Napoli, na na Napoli. Na 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 Napoli. 1-4, wow. Das war enttäuschend. Bom. So ein Drop ist echt zu wenig, der könnte ruhig 2 geben. 470. Ey, die Hauptbatterie, die drückt aber auch, ne? Meine Fresse, manchmal machst du so geile Salve und manchmal machst du auch wirklich überhaupt keinen Damage. Der AP nehmen. Komm, wir nehmen AP. Von Martin down. Wahnsinn. Wir haben so viele Schiffe hier und so null Druck, dass der einfach die San Martin jetzt wegrotzen konnte. Verrückt. Absolut verrückt. Cruiser spotted. Oh, was hier ist? Smoke? Oh. 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 Eine Minute noch Nebel. Oh. Wie habe ich das so verdammt? Nein, verkackt. Dankeschön. Das nehme ich ja gern. Ach, scheiße, Gearing fast tot, aber. Schade. Vielleicht leider nicht ganz. Tja, Andi, wer ist mal da geblieben? Hat jetzt auch leider Unterstützung bekommen. Wer ist mal da geblieben, Andi, wie wir gesagt haben?
Did you 2BB anything? Ja, das... Bam! Hatte mich auch gewundert, dass der so easy peasy durchfahren konnte. Ich weiß auch gar nicht, warum der Kuffer so weit hinten ist. Hier ist auch gar kein Torp-Monster mehr. Ah. Fragen über Fragen. Ah, doch. Das ist noch eins. Und fährt rein. Boom. Oh, schön in den Torp rein. Nice. Und lenkt sogar gerade noch in unsere Richtung. Richtig geil. Halt den mal offen. Das wäre so richtig cool. Also, wenn ich den mal gescheit treffen würde. Bums. Guck so langsam mal RB7 Plus in WT-Kartoffel. Yuki hier, wer ist das letzte Mal da gewesen? Jetzt gesehen bei den Deutschen. Bin ich bei 7.3, glaube ich jetzt. Mit mehreren 7.3ern. Aber da du ja nicht da warst, hast du es ja verpasst. Also. Nun ja. Nun ja, nun ja. Da ist er wieder. Noch 200. Mitgehen mal größeres. Ah, das ist doch schön. Da kommt zu viel Schaden an. Viel zu viel. Selbst ein Torp wird zu viel. Hey, Giering. Na? Oh, schön. Hast du ihn? Nice, Giri. Wow, die Runde ist gleich vorbei. Ja, weil wir die Caps hatten. Die hatten ja nicht so viel Kontrolle. War wirklich ein schöner Kampf. Die sind alle einzeln reingefahren. Das waren wirklich jetzt 3 oder 4 Schiffe, die alle wirklich einzeln nacheinander reingefahren sind. Total merkwürdig. Total merkwürdig. Nice. Hier hat Spaß. Monty, nee, Monty, ja, Monty. War nicht wirklich lustig, aber da habe ich die ganze Gefecht hier nur mit der Giering angelegt. Ja, aber hast du bestimmt belohnt für, hast bestimmt deine 2000 Grund EP. Nee, der Chris, ja, auch noch. Das. Oh, bestimmt. Sowas wird man belohnt. Genau wie man, wenn man U-Boote jagt, 10 Minuten lang. Ja, die Booster-Salve kommt. Da wird der Cap jetzt gleich unterbrochen. Scheiße, ich bin ja so schon punktetechnisch auch. Ich bin auf dem Weg, aber ich auch nicht mehr an. Nein. Noch so eine olle Abschlachtrunde hier. 65.000. Naja, mein Gott. In so einer schnellen Runde ist okay. Ist okay. 1-3, 1-4, 1-6, 1-7, 2. Salem hat Spaß gehabt. 2 Schiffe verloren. Ja, ach, ihr lieben Gegner, was habt ihr in den 10 Minuten und 4 Sekunden gemacht? Oh Gott. Siehste? 1-7, fast so viel, wie ich gesagt habe. Ja. Wurz belohnt, hat sich gelohnt. Meine Freunde, das war unser Special zu Van Spake. Ihr habt es gesehen, der Drop ist unterwältigend. Es ist aber bei den Niederländern allgemein so. Im Review hatte ich mehrere Drops auf leichte Ziele wie Minotaur und Co. gerade im Nebel. Du kannst ihn taktisch manchmal cool einsetzen. Aber ich sag mal, zu 80% der Zeit ist dieser Drop einfach Müll. Es ist einfach so. Es ist so. Es ist sehr selten, ach 80%, 95% der Zeit. Es ist wirklich selten, dass man den mal gescheit einsetzen kann. Hast du mal ein paar Leute, die an den Inseln irgendwo festhängen und von da aus agieren wollen? Und einfach bloß stehen bleiben und sich nicht bewegen. Dann rauf den Drop. Geil, kannst du schön Damage farmen. Ein abgefackelt, der hat gelöscht, zack, Drop drauf, boom, nochmal abgefackelt. Sind die Schiffe in Bewegung? Meiner Meinung nach ist es viel zu schwer, mit diesen Drops auch nur irgendwas zu treffen. Gerade wenn du wie hier jetzt bloß einen hast. Die 15 Kilometer sind cool, aber ein Drop ist ein Witz. Bei 2 kannst du immer nochmal so blub, da ein Feld und so lenkt er den rein und vielleicht trifft er irgendwie was. Aber ein Drop ist viel zu wenig. Situativ kaum einzusetzen. So mit den 203ern macht Spaß zu schießen. Ihr habt es aber gesehen, teilweise kam zu wenig Schaden bei rum. So gesehen wäre mir das Ding hier keine 50.000 Forschungspunkte wert. Dafür gibt es viel zu geile Alternativen, die wir uns für Forschungsbüro-Punkte hier holen können. Welche mal bloß mal kurz rüber, Lucia, welche Schiffe wir hier noch haben und welche ich schon gekauft habe. Siegfried, Slava, Ohio, Gibraltar gibt's da, was haben wir hier noch? Eine Druid, Vampire, Colbert, Sevastopol. Was zum Teufel soll mich denn bitte animieren, hier jetzt eine Van Spake zu holen? Ganz kurios. Ich hätte die Van Spake lieber als Kohleschiff gesehen, da gibt's aber schon zu viele von, ist klar. Da weiß man eh schon gar nicht mehr, was man sich holen soll. Aber für Forschungsbüro-Punkte sehe ich nicht. Sehe ich wirklich nicht. Dafür hat sie in meinen Augen nichts Besonderes. Van Spake sieht, finde ich, aus wie ein Händler illegale Waffeln aus der Renaissance. Was? Der Kapitän. Ach, den meinst du? Michiel, die Rüte, irgendwas. Gestern sagst du noch, die taugt nichts, heute kaufst du die noch. Hab ich nicht gesagt, dass die nichts taugt. Das ist Blödsinn. Wir haben nur gesagt, dass sie für Forschungsbüro-Punkte Blödsinn ist.
Weil da gibt es so gute Alternativen. Schiff selber funktioniert. Da kannst du deinen Spaß mit haben, aber wie gesagt, es gibt bessere Alternativen auf der Stufe. Holt euch das normale Forschungs-9er-Schiff der Spanier, was jetzt neu halt rausgekommen ist. In 2 Monaten, wenn man es dann endlich mal auch freispielen kann. Das sind viel bessere Kreuzer. Ne? Entschuldigt die eine oder andere Salve auch mal, das funktioniert eigentlich ganz gut. Aber im Großen und Ganzen, ein 2. Drop hätte ihr sehr gut getan. Die Dauer von. Die Salve? Was meinst du damit? Nee, nicht entschuldigt die Salve, entschuldigt die. Irgendwas anderes wollte ich gerade sagen. Die Panzerung nicht entschuldigt einige Salven. So, ach so. Wollte ich es eigentlich sagen. Wenn Salven kommen, ich habe mich falsch ausgedrückt. Wenn Salven kommen, die Panzerung, die ihr habt, die entschuldigen einige Salven, dass ihr halt keinen Schaden bekommt. So meinte ich das. Habe mich gerade bloß verhaspelt. Bei dem Luftschlag hier, bedenkt, der ist nicht gegen U-Boote einsetzbar. Sollte man im Hinterkopf behalten. 93,6 Sekunden, ganz ehrlich, dann sollen sie den auf 60 Sekunden runtersetzen, wenn ich bloß einen davon habe, dass man den ständig spammen kann. Aber hier 1,5 Minuten zu warten, das bisschen Damage, was dabei mal vielleicht rumkommt, vielleicht auch nur, sehe ich nicht. Wir werden nicht vergessen, fleißig kommentieren. Sehen wir uns schon bald wieder. Eure Meinung zu OneSpec, gerne in die Kommentare. Wollt ihr mehr von dem Schiff sehen, guckt euch das Review dazu bei uns auch noch an. Haut rein.